Ungefähr der 2:1-Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn. Kurzes Resümee zum Spiel. Ja, ungefähr der Sieg. Erste Halbzeit war das Spiel sicher ausgeglichen, weil die Witterungsbedingungen, wir haben starken Gegenwind gehabt und die Platzverhältnisse haben wirklich ein gutes Spiel zugelassen. In der zweiten Hälfte hat sich dann, glaube ich, unsere Qualität und das gezielte Spiel nach vorne hat sich dann bezahlt gemacht und wir haben dann doch noch den 2:1-Sieg fixieren können, obwohl wir aus Konterchancen sicher noch das eine oder andere Tor machen hätten können müssen. Ja. Kurzer Rückblick zum Jahr, persönliche Meinung, die Mannschaft hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, spielt wirklich einen sehr soliden, guten Fußball, sicher auch einen Teil natürlich auch aufgrund des Trainers. Frage, was ist jetzt wirklich der Hintergrund, dass sich die Mannschaft wirklich in diesem Jahr so extrem gut entwickelt hat? Ja, am Anfang der Saison war sicher das Problem, dass die Mannschaft nicht als solche aufgetreten ist. Ja. Auch mit meinem Co-Trainer, mit dem Krawatten Herbert, haben wir uns also dann darauf konzentriert, aus diesem Haufen, wenn man das jetzt so sagen kann, eine Mannschaft zu formen. Und wir haben immer das Mannschaftsdienlich in den Vordergrund gestellt, dass einer für den anderen verantwortlich ist und umgekehrt. Und wir haben versucht, der Mannschaft beizubringen, dass wir Räume und Positionen spielen, egal wer dann dort auftaucht. Und im Laufe der Meisterschaft haben wir dann sicher auch durch den Erfolg viel an Selbstvertrauen und an Konzentration und Passqualität dazu gewonnen. Und in der Herbstmeisterschaft waren wir dann auch in der Endabrechnung vorne. Im Frühjahr, das Spiel gegen AK haben wir sicher unglücklich 2:1 verloren, obwohl wir auswärts und sicher ein Unentschieden verdient hätten, dann wäre die Meisterschaft vielleicht noch spannend geworden. Im Großen und Ganzen muss man einfach zufrieden sein. Es ist uns gelungen, einzelne Spieler so weit zu formen, dass sie auch in Kampfmannschaften bis zur zweiten Landesliga, ersten Landesliga eingesetzt werden können, und das ist das Ziel der Ausbildung im AFW, und daran haben wir gut gearbeitet und es hat sich ausgezahlt, dass wir so viel Energie investiert haben. Man hat auch den Eindruck gehabt, dass eigentlich dieses Trainingslager in Mallorca über den Winter nur einmal einen Schritt nach vorn gebracht hat. Siehst du das ähnlich? Das war sicher ganz wichtig. Ja. Wir haben dort wirklich zweimal am Tag unter sehr guten Bedingungen trainieren können. Wir haben auch gegen Kampfmannschaften spielen können und dort auch eine Erfahrung sammeln können. Und vor allem das Zusammenspiel in der Mannschaft und die Philosophie, wie wir Fußball spielen wollen, offensiv, wobei sich immer alle aktiv ins Spielgeschehen einschalten sollen und auch defensiv arbeiten sollen, das haben wir der Mannschaft vermittelt und sie hat das sehr gut angenommen und dann auch in Spielen sehr gut umgesetzt.